Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Kinderspielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute wollen wir uns was Neues von Feuerwehrmann Sam anschauen, und zwar den abschießbaren Wallaby. Der hat hier so eine Schießvorrichtung dabei und da kann man den Hubschrauber schön draufsetzen und den dann in die Luft katapultieren. Und das werden wir jetzt auch gleich mal ausprobieren. Man sieht schon, der kleine Junge hier schießt den schön in die Luft. Und hier ist der große Feuerwehrmann Sam drauf und natürlich der Wallaby drin. Und dann werden wir das Ganze jetzt mal auspacken und gucken, wie das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. So, hier haben wir den Wallaby. Der hat noch keine Rotoren drauf. Ich nehme mal an, die kann man hier draufstecken. Richtig so herum. Mal die Hände zur Seite. Genau, dann gucken wir mal, wie das am besten passt. Ja, so passt es noch nicht. So wird es vielleicht funktionieren. Oh, das probiere ich jetzt mal aus. Wenn ich es gehabt, wenn ich es drauf habe, sage ich euch Bescheid. So, jetzt hat es geklappt. Da sind die Rotoren drauf. Dreht sich auch schon ganz gut. Und das hier ist die Abschussrampe. Da kann man anscheinend gleich dran ziehen. Und dann schießt der Wallaby in die Luft. Und das wollen wir natürlich jetzt mal direkt ausprobieren. Und natürlich sitzt hier vorne auch der Sam drinne. Und man sieht die ganzen Instrumente von dem Hubschrauber auch noch ganz gut. Wenn ihr wisst, wer hier neben dran sitzt, der kleine Junge mit dem blau-lila Helm, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer das ist. Ich weiß es. Und dann wollen wir mal gucken, was ihr für super Feuerwehrmann-Sam-Fans seid, ob ihr wisst, wie er heißt oder nicht. Jetzt setzen wir den Hubschrauber mal auf die Vorrichtung drauf. Okay, der sitzt da fest und dann wollen wir das Ganze jetzt mal ausprobieren. So, dann ziehen wir mal an und schaut mal, sobald man ihn anzieht, fängt der Hubschrauber an sich zu drehen. Und dann probiere ich jetzt mal aus. Ah, noch ist er noch nicht abgehoben, aber er hat schon ganz schön gut gedreht. Dann wollen wir es nochmal probieren und hopp. Okay, er ist zwar noch nicht in die Lüfte gehoben, aber es hat den Rotor beschleunigt. Noch einen Versuch machen wir mal. Okay, komm, noch einmal jetzt. Jetzt Wallaby, jetzt fliegst du und los. Nein, leider nicht. Leider noch nicht gestartet. Okay, einen Versuch können wir ihm ja mal noch geben. Also durch das Ziehen hier drehen wir auch den Hubschrauber komplett. Also, noch ein Versuch und los. Das ist schief gegangen. Anscheinend schafft der Wallaby es noch nicht abzuheben. Vielleicht sollte ich es mal am Stehen ausprobieren. Das werde ich jetzt mal als nächstes machen. Da ist mir natürlich gerade noch ein Fehler unterlaufen. Der Pilot heißt nicht Feuerwehrmann Sam, sondern Tom Thomas. Hier ist aber nochmal Feuerwehrmann Sam drauf. War ich ein bisschen verwirrt. Aber der Hubschrauber ist anscheinend echt geflogen. Wir haben anscheinend zu schwach angezogen. Aber er ist dann in die Playmobil-Polizeistation geflogen und ist dort Bruch gelandet. Aber er lebt noch. Also eigentlich eine super coole Sache. Kann man wahrscheinlich draußen besser machen. Und mir gefällt super gut. Ist auch ziemlich klein, aber eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Wenn ihr einen bisschen größeren Raum zur Verfügung habt, kann man das echt öfter mal ausprobieren. Und dann kann man den Wallaby auch echt fliegen lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da, abonniert natürlich den Kanal und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen der Kinderspielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.